Die Ausbildung der medizinischen Technologin für Radiologie ist sehr vielfältig. Der erste Grundsatz, den man lernt, ist der richtige Umgang mit der Strahlung sowie auch mit radioaktiven Substanzen. Diese Grundsätze müssen dann später in den unterschiedlichen Aufgabenfeldern in der Radiologie angewendet werden. Dazu gehören zum einen die Nuklearmedizin. Dort kann man sozusagen mit Hilfe von radioaktiven Substanzen unterschiedliche Körperbereiche, Krankheitsbilder im Prinzip anfärben und so unterschiedliche Diagnosen stellen. Der zweite Bereich wäre die Strahlentherapie. Dazu zählt sozusagen die Bestrahlung von gutartigen wie auch bösartigen Erkrankungen, also zum Beispiel unterschiedlichste Krebsarten. Und als dritten Bereich hätten wir dann den Bereich der Radiologie mit dem Röntgen, CT, MRT, also den unterschiedlichsten Geräten, um unterschiedliche Diagnosen in der Medizin stellen zu können.